Folge dem Weg von Koran und Sunna. Sei wie Ibrahim, meine einzige Umma. Verkünde den Dien wie Musa bin Umair. Egal was geschieht, denn in allem steckt Khair. Die Zeiten vergehen und die Tage sind nah. Wir folgen dem Weg und er führt zu Allah. Die Fitna ist hart, die Gelehrten sind stumm. Die Vergangenheit ruft, doch wir drehen uns nicht um. Die Löwen sind wach, wir sind wahre Dijal. Die Gerechtigkeit siegt, wir sind Diener Allahs. Wir stürmen wie Löwen nach vorn ohne Angst. Wie die Sahaba radiyallahu an. Rasulullah hat die Wahrheit gebracht, also folge dem Weg dieser Vorreiterschaft. Bei dem, der die Seele schuf, mein Rabb ist Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Frage dich täglich, was hast du getan? Bist du ein Diener deiner Nafs oder Diener Allah? Ist unser Sieg wirklich zum Greifen nah? Oder bist du versunken in dieser Dunya? Suchst du die Ehre auf dem falschen Weg? Wirst du erniedrigt, wohin du auch gehst? Deine Liebe zur Dunya, dein Verstand ist verdreht. Wach endlich auf, denn die Dunya vergeht. Lese die Verse von diesem Koran. Unsere Izza, sie liegt im Islam. Begreift ihr es nicht, dann habt ihr kein Verstand. Öffne die Verse in Al-Furqan. Wir ertragen das Leid jeden Tag. Wir tanken die Hoffnung in jeder Satz stark. Keine Angst vor dem Feind, wie ein Hamza. Wie Salman al-Farsi, ein Mann von Taqwa. Die Umma ist wach und es regnet Dua. Die Zeiten sind hart, doch Alhamdulillah. Steh vor Pharaon stramm wie ein Musa. Alayhi salam, denn er fürchtet Allah. Alayhi salam, denn er fürchtet Allah.